Ihr Ziel ist es, eine Warteschlange zu planen, die Wartezeiten verkürzt und die Kundenzufriedenheit steigert. Oft haben Sie die Wahl zwischen einer einzigen langen Warteschlange und mehreren einzelnen Warteschlangen. Doch welche ist effizienter? Eine Handelskette fand kürzlich heraus, dass eine zusammengeführte lange Warteschlange die Wartezeit pro Kunde erheblich verringert. Lassen Sie uns dies analysieren. Nehmen wir eine typische Situation vor zwei Service-Schaltern mit zwei separaten Warteschlangen. In diesem Beispiel benötigt der erste Kunde in der Warteschlange A nur eine Minute für sein Anliegen. Der nächste in der Reihe benötigt zwei Minuten. In der Warteschlange B hat der erste Kunde mehrere Anliegen. Der Zeitaufwand hierfür beträgt 5 Minuten. Der darauffolgende Kunde benötigt 3 Minuten. Die geringste Zeit für einen Kunden am Schalter beträgt 1 Minute. Die maximale Wartezeit allerdings sind 8 Minuten. In diesem Beispiel von 24 möglichen Kunden in der Warteschlange können 8 von ihnen die maximale Wartezeit von 8 Minuten erreichen. Oder anders gesagt, jeder Kunde erreicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,3% die maximale Wartezeit. Schauen wir uns nun dasselbe Beispiel mit einer einzigen Warteschlange für die beiden Service-Schalter an. Hier ist die kürzeste Warte- und Abfertigungszeit 1 Minute lang. Die längste Wartezeit beträgt 8 Minuten. Nun haben nur noch 4 der 24 Kunden die Chance, die maximale Wartezeit zu erreichen. Mit anderen Worten, jeder Kunde erreicht nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 16,7% die längste Wartezeit. Die Wahrscheinlichkeit, diese zu erreichen, wurde halbiert. Wie diese Darstellung sehr gut veranschaulicht, verringert eine einzige Warteschlange deutlich die komplette Wartezeit. Je mehr Personen weniger Zeit in einer Warteschlange verbringen, desto deutlicher sinkt die gesamte Wartezeit. Wenn Sie vor dieser Wahl stehen, dann entscheiden Sie sich für die effektive Lösung.